ich begrüße euch beim Tienchen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute machen wir zusammen eine MDF-Box, die die Form hat von einem Buch. Die kriegt ihr im gut sortierten Fachhandel. Bastelbedarf in verschiedenen Größen. Das ist hier so ein richtiger Klopper, wie ich den für meinen Mann schon mal gemacht habe. Da hatte ich euch ein Craft-Update gezeigt, wie das fertig eingerichtet aussieht. Das ist also vorne so. Hinten sind schon diese, dass es aussieht wie ein Buch, obendrauf geklebt. Das ist die Rückseite und wenn ihr das aufmacht, ich habe mir da das Papier schon mal zurechtgeschnitten, weil ich sehen wollte, ob es reicht. Da könnt ihr was reintun oder eben was bauen und einrichten. Also das habe ich schon mal zurechtgeschnitten und zwar habe ich diese, ich hatte euch ja gesagt, als ich die Drawerbox gemacht habe, diese Schubladenbox, ich habe noch Papier übrig von der Barbara. Und es waren gerade noch drei Bögen. Der eine hier mit diesen wunderschönen Rosen. Das soll also hier auf die Vorderseite. So. Und das andere soll auf die Rückseite. So. Und da hatte ich leider nur noch drei Bögen übrig. Deshalb muss ich mir das ein bisschen einteilen und habe mir hier das, was ich von diesen beiden Seiten abgeschnitten habe, in der Mitte einfach hier zusammengeklebt für hier. Und damit man die Naht nicht sieht, habe ich hier noch einen kleinen Rest, den habe ich einfach mit dem Bordürenstanzer bearbeitet, habe den hinten an drei Seiten nur geklebt und werde mir den hier drauf machen, dann sieht man die Naht nicht mehr und hat gleichzeitig eine kleine Einstecktasche für Tags oder irgendwas reinzutun. Hier innen drin ist klar, messt ihr euch einfach aus, wie breit soll das sein, wie hoch und wie lang hier die Seitenteile. Das werde ich alles mit Tegelglue einkleben. Und dann habe ich hier noch diese schöne Seite. Und da die Rosen richtig cool passen, also die Papiere blende ich, packe ich euch in die Infobox, da könnt ihr gucken, wo ihr die bestellen könnt. Da die Rosen hier, gerade dieses Grün und dieses Camouflage hier, dieses Olivgrün, das passt so richtig toll zu dem Papier, bin ich wirklich am Überlegen. Also das ist ein ganz toller Bogen, wunderschön mit angedeuteten ganz zarten Blüten und Schrift und so im Hintergrund. Aber ich bin wirklich am Überlegen, nachdem ich ja jetzt vor der Rückseite und innen drin schon einigermaßen abgedeckt habe. Also ich weiß noch nicht, ob ich die Box anmalen werde, also die Teile, die hier frei bleiben, oder mit Resten verkleiden. Das ist bei mir immer so ein bisschen, auf jeden Fall werde ich an den Seiten, das zeige ich euch, wie ich das mache, die werde ich mit Magnetkleber einstreichen und werde sie mit Abdrückfolie, mit goldener Abdrückfolie machen, damit es wie ein Goldschnitt aussieht. Das ist richtig cool. Aber ob ich diese Seite hier, die würde ich gern so verwenden, aber nachdem mir hier auch diese Blüten so gut gefallen und die passen natürlich im Farbton hundertprozentig genau super dazu oder auch diese Blätter hier oder ich finde auch diesen Spruch hier wunderschön. A flower cannot blossom without sunshine and man cannot live without love. Diesen Spruch finde ich auch richtig schön. Könnte man ausschneiden und vielleicht hier innen drauf kleben, aber nachdem ich da eine Tasche machen will, in die ich irgendwas reinstecken werde, ein Text oder irgendwas, die ich aus Resten mache, bräuchte ich den Spruch nicht unbedingt. Also das ist wieder diese Zwickmühle, wenn ihr zwei schön bedruckte Seiten habt, welche nehme ich denn nun? Auch die Schmetterlinge hier unten sind richtig, richtig schön. Aber da ist halt jetzt keiner dabei in dem Grünton. Und Schmetterlinge hätte ich auch noch andere. Oder könnte ich mir aus Restpapier selber ausstanzen. Das wäre jetzt nicht das Problem. Sondern es geht mir hauptsächlich hier um die Blüten. Also um die beiden. Um die zwei in dem Grünton hier. Und eventuell um die Blätter. Ja. Vielleicht werde ich mir die rausschneiden, werde die ausschneiden und für die Deko vorne verwenden. Also hier noch mit drauf bringen und werde dann sehen,
ob ich den Rest von dem Papier noch für irgendwas brauche. Und dann habe ich hier noch von diesen schönen Chipboards welche übrig, die beiden Schmetterlinge. Die werden auf jeden Fall drauf kommen. Entweder so übereinander gesetzt oder einzeln. Das sind also zwei. Ein kleinerer und ein größerer. Dann habe ich hier noch wunderschöne Herzen und noch Schrift. Also das werde ich auch teilweise, natürlich nicht alles. Hier noch so ein kleines Blümchen von der Box ist da noch übrig geblieben. Werde ich irgendwie verarbeiten. Ich wollte euch jetzt nochmal den Anfang zeigen. Also ihr habt so ein Teil, die gibt es auch kleiner. Und zurechtschneiden, dann werde ich die Seiten distressen natürlich. Mit Distress Ink und so einem Schwämmchen. Und werde es erstmal alles reinkleben. Und dann werden wir das Innenleben zusammen irgendwie noch gestalten. Ich sehe jetzt gerade, wenn ich das da reinklappe, muss man ein bisschen aufpassen, wie man das klebt, dass einem das nachher hier, weil das hat ja hier so ein Nupsi. Und wenn man das reinklappt, damit einem das hier das Papier nicht umklappt. Das muss ich probieren, ob das geht. Ja, und wenn ich weiß, wie ich weitermache, dann nehme ich euch natürlich mit. Bis denne. So, ihr Lieben, ich habe ein bisschen vorgearbeitet. Und zwar habe ich hier innen drin das eingeklebt. Hier meine Tasche. Und habe mich entschlossen, die Seiten hier nicht zu bemalen, sondern mit Motivpapier zu bekleben. Und hier auch. Das könnt ihr aber machen, wie ihr wollt. Dann habe ich das hier alles schon mal, also da ist mir nicht die Farbe ausgegangen, sondern ich habe das absichtlich so gemacht, dass es schon so ein bisschen abgeschliffen und abgegriffen aussieht. Also ich hatte keine passende Acrylfarbe, die mir hier zu meinem schönen Papier passt. Und deshalb habe ich einfach Gesso benutzt, habe das auf so eine Malpalette gemacht und habe das hier mit diesem Klimamist, mit dem blauen Chalkboard, da steht die Farbnummer, A7 Seas heißt es, mit dem habe ich das Gesso eingefärbt, so lange bis mir der Farbton gefallen hat. Und ihr seht, es ist also passend zu diesem Türkiston, passt es jetzt ganz gut. Und habe, wie gesagt, mir ist hier nicht die Farbe ausgegangen, sondern ich habe die Ränder gemacht. Auch hier innen drin das. Und habe das einfach so gestupft. Also wenn da jetzt Farbe drauf wäre, so ein bisschen gestupft. Und das immer zwischendrin noch so ein bisschen diese Pappe durchscheint, damit es abgeschliffen und abgegriffen aussieht. Und hier will ich ja die Papiere draufkleben. Deswegen habe ich es also nur am Rand gemacht und den Rücken auch. Und jetzt machen wir für unseren Goldschnitt, damit wir uns unser Motivpapier nicht einsauen, den Magnetkleber. Also das muss jetzt nicht der sein, den gibt es auch von Viva Decor. Es muss aber Magnetkleber sein, denn der Magnetkleber hat die Eigenschaft, nach dem Trocknen, er muss also ganz trocken sein, damit ihr dann mit der Abdrückfolie drüber gehen könnt, hat die Eigenschaft, nach dem Trocknen noch klebrig zu sein. Und das braucht ihr, wenn ihr dann eure Abdrückfolie drauf machen wollt. Also das muss jetzt nicht irgendwie großflächig sein, sondern ihr macht euch das drauf und schmiert es da so ein bisschen ein. Das muss auch nicht überall sein, nicht an allen Stellen. Das werden wir dann, wenn es getrocknet ist, abdrücken. Und zwar möchte ich das hier haben. Und dann bräuchte ich jetzt eine dritte Hand, habe ich aber nicht. Und dann möchte ich das hier haben. Also an den dicken Stellen.
Da, wo normalerweise bei den Büchern eben die Seiten sichtbar wären. Ihr kennt es sicher von schönen alten Büchern, diesen Goldschnitt. Und den möchten wir damit simulieren. So. Und wenn das jetzt nicht überall gleichmäßig ist, dann macht es nichts. Denn das soll ja so ein bisschen streifig werden. Also wer das Video gesehen hat von dem Mixed-Media-Buch, das ich für meinen Mann gemacht habe, der weiß, was ich meine. So, das lassen wir jetzt trocknen. Und dann wollte ich euch noch einen Tipp geben. Und zwar möchte ich gerne an die Ecken, also hier, da hat mir das Papier nicht ganz gereicht, um das auf Gärung zu schneiden, hier in der Ecke. Ihr seht wieder alles. Also normalerweise hätte ich das jetzt hier, wenn beide Papiere überlappt hätten, hätte ich das hier einschneiden können bis an die Ecke und dann hätten die beiden Spitzen sich getroffen. Dann hätte das schöner ausgesehen. Da das aber nicht ganz gereicht hat, das Papier, möchte ich hier solche Ecken anbringen. Innen drin und vielleicht auch außen, das weiß ich jetzt noch nicht. Da aber der Abstand hier etwas kleiner ist und ich hier diese Ecke nicht hinkriege, wollte ich euch als Tipp geben, wenn ihr solche Ecken habt von Doreen Beats, bei den dünnen geht es, nehmt eine Schere, jetzt nicht gerade eure beste, sondern irgendeine Olle, und schneidet hier diesen Zipfel einfach raus. So. Und dann könnt ihr, also das passt jetzt hier bei mir, es geht mir grundsätzlich darum, euch zu zeigen, ihr könnt es auch bearbeiten. Ihr müsst es nicht so nehmen. Und dann passt mir hier die Ecke trotzdem hin. Dann ist der Zipfel zwar weg, aber es passt trotzdem. Und man sieht, wenn man es runterschmeißt, gar nichts mehr. Man sieht trotzdem, wenn man die zusammen auf einem Objekt benutzt, dass es das gleiche ist. Es passt also. Auch wenn ihr den Nupsi hier wegschneidet, sieht es trotzdem schön aus. Und die werde ich mir hier hin machen und die großen hier hin. Jetzt lassen wir das erstmal trocknen. Hier unseren Magnetkleber. Und dann zeige ich euch das mit der Abdrückfolie. So, also auf der Flasche steht, transparent auftrocknen lassen. Je nachdem, wie dick ihr das drauf gemacht habt, also wenn ihr das auftragt, ist es ein bisschen milchig, der Magnetkleber. Und je nachdem, wie dick ihr den drauf gemacht habt, dauert es so zwischen 5 und 15 Minuten. Wir haben das jetzt relativ dünn drauf gemacht. Das ist hier meine Abdrückfolie. Ich verlinke euch in der Infobox, wo ihr die kriegt. Das gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe jetzt hier das Gold. Und ihr seht, ich habe da schon allerhand benutzt davon. Aber man kann es wirklich bis zum letzten Krümel benutzen. Ich reibe das jetzt hier so leicht an und ziehe es ab und dann passiert das. Wenn ihr Pech habt, das ist natürlich totaler Müll. Fake hoch 3. Also war noch nicht ganz trocken. Kann man aber wieder ankleben. Leicht andrücken, nicht rubbeln. Leicht andrücken. Überall, wo ihr es haben wollt. Und es klebt natürlich nachher noch. Dann mache ich das immer so, um das
wegzukriegen, weil ich will ja da nicht dran kleben bleiben. Ich nehme mir ein bisschen Babypuder. Das habt ihr sicher auch zum Embossen zu Hause. Und streiche mir das mit einem trockenen Pinsel dünn darüber. Und alles, was jetzt noch geklebt hat, ist jetzt stumpf. Es klebt jetzt nichts mehr. Ihr geht also so lange mit dem Babypuder drüber, bis eure Fläche nicht mehr klebt. Sonst habt ihr nachher den Staub und alles Mögliche natürlich daran hängen. Irgendwelche Fusseln, Katzenhaare, keine Ahnung. Um also alles, was nicht mit Abdeckfolie, mit Abdrückfolie, um alles, was nicht mit Abdrückfolie abgedeckt wurde, zu entkleben, müsst ihr das dann hinterher schön mit Babypuder abpudern. Und dann passt es. Und dann sieht es so aus, bis auf die Stelle, die ich hier jetzt nochmal nacharbeiten muss. Also lasst es schön trocknen, rubbelt nicht, sondern drückt es nur ganz leicht an. Das bleibt also schon von alleine kleben, dann passiert euch das nicht. Und dann kriegt ihr den Effekt. Und ich habe das nochmal zusätzlich, das kann ich euch jetzt aber nicht zeigen, weil es mir sonst kleben bleibt, auch hier vorne, das was hellblau ist, hier habe ich mir auch Magnetkleber drauf gemacht, um dann, wenn ich nachher mein Papier drauf mache, an den Rändern auch etwas Gold zu haben. Das werde ich jetzt mal fertig machen, werde das da oben reparieren und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. So, für die Deko habe ich mir jetzt diese Blumen ausgeschnitten. Und die Blätter. Ich habe es also wirklich getan. Das waren eben noch drei. Ah, da ist es. Und die möchte ich jetzt embossen. Und zwar mit klarem Embossingpulver. Und ihr wisst ja sicher alle, wie das geht. Ihr nehmt also hier euer Versamark. Oder das gibt es auch als Stift. Und tunkt eure Teile, die ihr embossen wollt, in dieses klebrige Stempelkissen rein. Ich zeige es euch jetzt mal an einem. Also das soll klar werden. Ich habe hier so ein durchsichtiges von Wow. Das streuen wir drüber. Das sieht dann nachher aus wie so ein Cabochon. Also nicht ganz so dick, aber so ähnlich. So, das friemeln wir jetzt hier raus. Tupfen das ein bisschen ab. Und dann nehmen wir unseren Heißluftföhn. Vorher habe ich sie natürlich distressed an den Rändern. Hier mit der braunen. Und jetzt wird geföhnt. Ihr seht schon, normalerweise, also es gibt feine und grobe Embossingpulver. Das war jetzt grobes oder vielleicht liegt es auch daran, dass es der Rest ist. Jedenfalls sieht es jetzt aus, als hätte es da drauf geregnet oder es wäre Tau drauf. Und den Effekt finde ich nochmal besonders schön. Es ist also nicht komplett überzogen wie ein großer glänzender Cabochon, sondern es hat nur solche Flecken, als wenn Tau oder Wassertropfen drauf wären. Und das mache ich jetzt mit allen Teilen und die werden dann nachher auf dem Album landen.